Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück mitten in der Pampa und immer noch ist es kalt. Wir laufen jetzt noch ein kleines Stück und ja, wie gesagt, wenn wir also bis zum Ende des Parts nichts gefunden haben, dann gehen wir zurück und würden dann erstmal ins Nether gehen, ein bisschen Quarz besorgen, denn das ist auf jeden Fall was wir mit Sicherheit finden. Ja, und dann gucken wir nochmal, ob wir eventuell nochmal in die andere Richtung rennen oder ob wir erstmal, ja, es erstmal lassen und was anderes tun. So, Brot. Das würde ich jetzt als nächstes essen. Und wir laufen jetzt noch ein Stückchen weiter. Und dann würde ich auch bald wieder anfangen. Ich will die Berge gar nicht sehen. Wir laufen hier weiter. Ja, dann würde ich auch bald wieder anfangen, ein ganzes Leben mitzunehmen, der uns begegnet. Jetzt noch nicht, aber gleich. Gucken wir, es ist immer... Okay, so, da schwimmen wir jetzt mal rüber. Dann auch da über den Berg und dann gucken wir mal, was da kommt. Ich hoffe und bete, dass es jetzt wirklich wärmer wird. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir haben jetzt echt schon einige Zeit da rein investiert. Das ist jetzt ja hier nicht das erste Mal, dass wir unterwegs sind, um ein Lehmbiom zu finden. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gemacht. Wobei ich glaube, dass wir noch nie so weit gelaufen sind wie jetzt. So, okay. Hier noch durch und dann wird's wärmer. Mal gucken. Mensch, man sieht hier aber auch so... Uah, auch so gar nicht, ob das dann tatsächlich mal wärmer wird. Zumindest noch nicht. Da hinten sehe ich immer noch die Berge. Aber die will ich gar nicht sehen. Ich mache einfach das eine Auge zu, dann sehe ich die nicht. So. Meine Stimme. Mein Hals. Es ist ja mal wieder Erkältungszeit. Das ist ja wieder typisch für uns. Dann sind wir ja dauerhaft erkältet irgendwie. Ist halt, ja, mit Kindern bleibt das nicht wirklich aus, da hat man das ja permanent zu Hause. Und wer kriegt es ab? Wer muss es ausbaden? Wer wird immer krank? Die Erwachsenen. Immer wieder dasselbe. So, jetzt kommt. Gib mir mal Schweinefleisch, mal gucken, ob das länger hält. Und dann flitzen. So viel Zeit haben wir nämlich jetzt gar nicht mehr. Und ich würde schon ganz gerne noch was finden. Da ich sehe eine Birke. Ich habe eine Birke gesehen. Das heißt, wir kommen jetzt in ein Waldgebiet. Ich hasse Waldgebiet. Weil wir das überall und permanent und immer haben. Aber das heißt jetzt für uns, es wird wärmer. Also es ist jetzt hier gemäßigt. Und da wird es wieder kälter, oder wie? Ach, das ist doch nicht wahr. Oh, ich krieg echt so viel, wenn das jetzt hier wieder... schon wieder kälter wird. Jetzt haben wir es hier jetzt etwas wärmer. Na gut, okay. Wir laufen... Und hier können wir den Lehm mitnehmen. Wie spät haben wir es denn? Ah, fast Abend. Dann können wir hier demnächst nochmal schlafen. Da bin ich ja froh, dass da das Bett dabei ist. Ansonsten auch noch mit Monstern rumschlagen. Hm. So. Ah. Gut, ich bin noch in der richtigen Richtung, ja.
So, und wieder in der Taiga. Juhu. Da ist Lehm. Und ich habe ja gesagt, wir nehmen jetzt wieder ein bisschen mit immer. Zwar nicht alles, was wir sehen, nur das, wo wir gut drankommen jetzt erstmal. Da haben wir noch was. Und ansonsten laufen wir jetzt erstmal noch. Aber ich glaube nicht, dass wir in diese Richtung noch großartig was finden. Das wird einfach immer wieder kalt und nicht warm. Ich würde das nächste Mal tatsächlich Richtung Süden gehen. In der Hoffnung, dass es da wärmer wird. Jetzt Richtung Osten war nichts oder ist nichts. Vermeintlich, ich weiß ja nicht, ob wir gleich noch was finden, aber ich gehe einfach mal nicht davon aus. So. Kühe, Schweine. Da ist nichts drinne. Kein Lehm. Und dann hier weiter. Okay. Ich hoffe nur, dass nicht wieder sich hier die Riesenberge irgendwo auftürmen. Und auf die habe ich eigentlich so gar keine Lust. So, ah, schlafen müssen wir gleich. Ah, guck mal, da wird es wieder wärmer. Ich sehe schon wieder Birken. Da, und zwar in den kompletten Birkenwald. Das ist gut. So, schlafen wir erstmal. Und schon wieder Hunger. Also das hält dann tatsächlich nicht wirklich länger an. Wenn man viel läuft, dann ist das einfach so. So, ich würde jetzt so ein bisschen schräg darüber. Einfach ja zu diesem Birkenwald hin. In der Hoffnung, dass, wie gesagt, dass es einfach dann ja, wärmer wird. Birken. Da. Ha, guckt euch das an. Ja, wie cool. Okay, wir haben jetzt tatsächlich ein anderes Biom gefunden. Ist das nicht toll? Also hier haben wir ein Birkenbiom. Gut, die Dinger braucht man eigentlich auch nicht wirklich. Und da türmen sich die Berge auf. Oh, Leute. Guckt euch das an. Bäh, pfui. Wollen wir nicht. Ach, das ist doch nicht wahr. Ist das doch nicht. Wir laufen jetzt mal in diese Richtung weiter. Und hier nehmen wir noch den Lehm mit. Ach, das ist doch kacke, Mensch. Ich brauche einen Lehmbiom, Leute. Ein Lehmbiom. Nichts anderes. Na okay, ein Akazienbiom würde ich auch noch nehmen und Packeis eigentlich auch. Aber da will ich jetzt nicht nachgucken. Wir gucken jetzt mal hier gleich an der anderen Seite von dem Birkenbiom, was wir da finden, ob wir da vielleicht was anderes finden. Und wenn nicht, müssen wir jetzt erstmal dann zurück und gehen ins Nether und holen Quarz. Denn ich glaube, ich brauche jetzt ganz dringend mein Erfolgserlebnis. Und dann besorgen wir uns Quarz und dann können wir ja eventuell nochmal irgendwann los und gucken, was wir finden. So. Und zack. Gut, dann gehen wir jetzt so in die Richtung weiter. Ein bisschen Richtung Norden. Vielleicht wird es da ja wärmer. Gucken wir mal, was wir hier so am Ende des Birkenbioms haben. Da haben wir Berge. Hm. Berge wollen wir nicht.
Und das ist jetzt auch wieder... Ah, ziemlich groß. Okay, ja. Gucken wir mal. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Wo wir hier gucken können. Hier gibt es Rosen. Die nehme ich jetzt auch mal mit. Ich weiß zwar nicht, ob wir schon welche haben oder nicht. Aber ich nehme die jetzt dann einfach mal mit. Inventar ist ja noch relativ leer. So. Und weiter. Essen? Da. Ah, die Pfingstrose nehmen wir uns jetzt auch eine mit. So, ich kann das immer noch wegschmeißen, falls wir dann hier doch was finden, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir nichts finden werden, was in irgendeiner Weise für uns interessant ist. Deswegen nehme ich jetzt eben solche Sachen mit. Und dann können wir... Ja, dann haben wir auf jeden Fall das auch schon mal. Da kommt jetzt, ein Sumpf. Oder? Ja. Das ist ein Sumpf. Interessant wäre ja auch, meinen Dschungel zu finden, ne? Ich meine, gut, das ist, Dschungel ist natürlich... Hm, da ist irgendwo ein Slime, aber die brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht dringend. Ein Dschungel wäre ja echt cool. Ich meine, die Dinger sind ja super selten geworden. Ja, dann hier weiter. Dings. Was könnte denn nach dem Sumpf kommen? Gucken wir mal. Ozean. Ozean kommt hier auf jeden Fall. Oh, ein Hexenhaus. Ja. Und da hinten ist Schwarzeiche. Also da wird es jetzt ja auf jeden Fall irgendwie wärmer. Schauen wir doch einfach mal in die Richtung. Ich glaube, die blauen haben wir auch schon. Jetzt nicht mitnehmen. Hallo, Schweinchen. Okay, okay. Ja, Schwarzeiche. Gehört jetzt ja auch nicht zu den warmen, aber zu den gemäßigten Biomen. Und nach dem könnte es dann auch theoretisch eben wärmer werden. Könnte, muss aber nicht. Also muss so gar nicht. Okay, schauen wir mal. Was es hier so gibt. Nichts. Bis jetzt. Aua. Ach Gott, ist das. Das ist echt blöd. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt dann gleich zurück. Mal eben schauen, ob wir hier irgendwie ans Ende des Bioms kommen, um zu gucken, was danach kommt. Im Moment sehe ich aber, ja, Sumpf wieder. Sumpf. Das ist auch Sumpf. Und
Oh, ein Baumschaf. Ebene, okay. Und ein Baumhase. Ebene. Aber ja, Ebene ist eigentlich auch alles möglich, ne? Das kann... Danach kann eine Wüste kommen. Und eine Baumkuh. Oh mein Gott. Hier gibt es viele Baumtiere. Und eine Baummolenia. So. Wollen wir mal runter. Und dann flitzen wir doch mal Richtung Ebene. Und gucken da nochmal. Da können wir ja auch weit gucken. Das ist ja eben der Vorteil. Aber... Ach, toll. Das war jetzt nicht so super. So. Okay. Vorsicht, hier komme ich. Mach Platz. Okay, so. An der Ebene angekommen. Eben schnell Fleisch reinziehen. Da hinten ist wieder Schwarzeiche. Ist da schon wieder ein Dorf? Ich habe doch da gerade schon wieder ein Dorf gesehen. Oder? Habe ich mich verguckt? Nein, habe ich nicht, oder? Ha, da. Ein Dorf. Das gibt's ja gar nicht. Also Dörfer haben wir hier auch mehr wie genug, ne? Also an jeder Ecke irgendwie findet man ein Dorf. Hallo. Und was ein Riesendorf. Cool, da plündern wir noch die Kiste. Ah, Schlucht. Hallo. Juhu. Jemand zu Hause? Oh, ganz viele zu Hause. Habt ihr eine Schmiede? Eine Schmiede. Nicht, haha, Schmiede. Oh, hier ist ein Loch. Schmiede? Keine Schmiede? Das ist ja doof. Das heißt, es gibt ja gar keine Kiste? Ohne Schmiede keine Kiste, ne? Jo, macht ja nichts. Wir schlafen dann jetzt einfach mal mit unserem Feldbett. Ja, und es wird zwar wärmer hier, ne? Man sieht es ja da, normalen Wald und Schwarzeiche und so. Aber ich würde jetzt, wie gesagt, einfach ja, zurückgehen. Und ins Nether im nächsten Part. Und dann einfach versuchen, wo komme ich denn auf die Waypoints? Nee, das ist, also versuchen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo die Waypoints sind. Option, Karteneinstellungen, Wegpunkte, da. Stadt, löschen, Transfer, hinzufügen, teleportieren. Ja, hat geklappt. Wunderbar. Wir sind wieder zu Hause. Yay. Okay, also dann würde ich, wie gesagt, jetzt dann gleich den Part beenden. Im nächsten Part gehen wir ins Nether und besorgen uns ein bisschen Quarz, denn das ist sicher, dass wir das auf jeden Fall finden. Und, ja, und dann schauen wir einfach mal, in welche Richtung wir dann das nächste Mal gehen. Und, ja, einfach mal gucken, was wir dann finden und ob wir dann überhaupt was finden. Den Lehm kann man eigentlich gerade nochmal in den Ofen schmeißen, einmal stacken und dann den ganzen Kladderadatsch hier mal in den Ofen. Mensch. So. So. Okay. So, den Stein rausnehmen. Da ist keine Kohle mehr drinne. So. Und so.
Gut, okay, dann kann das erstmal brennen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.